Oder was weiß ich, wo das Ding liegt. Wo haben wir denn unseren Altarstein? Wir haben halt einfach keinen, oder? Liegt hier irgendwo noch ein Altarstein, den wir noch nicht eingesammelt haben? Bestimmt hier ein Nierenstein? Dann müssen wir Charlie nochmal fragen. Wait, sag mir bitte nicht, dass... Wir haben hier jetzt so ein Ding. Wir haben kein Golem-Herz mehr, wir haben hier jetzt so ein... Nicht doch. Okay. Wow, habe ich da gerade überhaupt keinen Bock zu. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, was ich hier tue, ist nicht richtig. So schlecht sieht das gar nicht aus. Das sieht eigentlich sogar ganz gut aus, wenn wir ehrlich sind, oder? Besorge den Altarstein der Zwerge. Das macht alles gar keinen Sinn. Wir mussten diesen Altarstein einsetzen, um den Altarstein zu... Was? Ich hier frisst eine Scheißkristalle, Mistgör. Thanks to you, our prince lives. I'll gladly stand by your side against that monster, once the altar is assembled. Nicht euer Scheiß Ernst. Das war Gerütze. Wir müssen das Teil hier erst nochmal runterkacheln. Dann so vielleicht. So geht's. Zeichnung. So, und jetzt müssen wir auch noch zum Altarstein der Feen, ja? Sie hat mir versprochen zu helfen, ich muss mich nur um die Altarplatte kümmern. Ja, aber wo ist sie denn in dem Kackladen? Ist das hier? Das sieht ganz gut aus. Schon richtig.
Gott verdammt, immer passt ein Teil nicht. Das ist doch zum Kotzen. Boah, Alter, hab ich da gerade überhaupt keinen Bock drauf. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ich gerade überhaupt gar keinen Bock auf dieses Rätsel habe. Finally. Natürlich. Das ist ganz klar. Und nochmal, weil es so unfassbar viel Spaß macht. Heide, Herr Kapitän. Ja, das bringt mich hier noch nicht weiter. Wobei. Das ist doch schon mal was. Ist das nix? So. Wunderhübsch. Wo ist denn hier die Markierung? Ach da, okay. Sehe ich. Wir drehen jetzt 1, 2, 3 nach da. Nee, finde ich eigentlich doof. Wobei, können wir mal machen. Ich weiß, wir müssen sie alle ankriegen. So gut. Nee, das war eigentlich doof. Okay, kurz überlegen. Wir können jetzt drei hier hin. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Wenn das jetzt hier drauf wäre, dann hätten wir total gewonnen. Okay. First try. Nicht? Aber ist ja jetzt alles an. Sag jetzt nicht, wir müssen doch alles auskriegen. Aber ich kann doch nicht mehr drehen. Die vier Knöpfe in den Ecken? Bringe alle Juwelen im Mittelteil zum Leuchten, indem du die vier Knöpfe in den Ecken betätigst. Also A sind es nur zwei Knöpfe und es leuchten halt alle Juwelen in der Mitte. Also ich kann aber nicht mehr drehen. Also im Zweifelsfall überspringe ich das jetzt einfach, aber...
Ach so, wir mussten dann einfach noch selbstständig weggehen, ja? Und jetzt machen wir was genau? Müssen wir jetzt nochmal mit den ganzen Uschis sprechen? Oh, die sind doch gar nicht mehr da, oder? Doch, hier. Jetzt muss ich noch die Altarplatte. Die Altarplatte ist wiederhergestellt. Entschuldigung, die Altarplatte läuft halt total. Ich kann sie jetzt auch nicht mehr anwählen. Und wenn ich einen Tipp nehme, passiert halt nichts. Außer dass sich das Tipp-Ding jetzt schließt. Softlock, ja, würde ich auch so sehen. Der Tipp lädt noch auf, ja, okay. Wir versuchen es gleich nochmal mit dem Tipp. Wann auch immer der voll aufgeladen ist, keine Ahnung. So, jetzt. Ja, passiert halt nichts. Ich würde sagen, wir starten das Spiel mal neu, oder? Ich finde, das klingt nach einem soliden Plan. Im Notfall Bonuskapitel nochmal spielen? Ja, wenn wir das können. Sunward Games. Beste Leute. Ich muss das jetzt echt nicht von vorne spielen, oder? Are you Lady Sarah, the new caretaker? I'm afraid you couldn't have come at a worse time. The worm has returned. I saw it with my own eyes. I taught that shapeshifter a lesson. Scared him real good. But my best pal Burdick here wasn't so lucky. I'm Muffler, by the way. If you've got any medicinal herb. Quatsch mir nicht voll, du Lurch. Alter. Ja, na dann. So, ich bin mir nicht sicher, wie lange das jetzt gedauert hat, aber wir haben auf jeden Fall den verkappten Altarstein wieder zusammengebaut. Das heißt, wir machen. Oh nein, jetzt muss ich das Rätsel nochmal machen. Warum ist das eigentlich nicht an, obwohl das da drauf zeigt? So. Wir drehen so rum, ne? Drei. Drei. Zwei, zwei. Ne, das bringt uns noch nicht weiter. Zwei. Zwei. Ich glaube, wir fangen so rum an. Dann machen wir jetzt 3 und dann machen wir jetzt nochmal 3. Dann machen wir 2 und dann machen wir 3. Und kriegen endlich die finale Cutscene, die unfassbar pixelig ist. Wow. Na, wie gut, dass wir dafür das ganze Bonuskapitel nochmal gespielt haben. Richtig gut. Aber es ging schnell. Wie lange haben wir jetzt gebraucht? 20 Minuten maximal, oder? Also ich habe die Aufnahme ja zwischendurch ausgemacht. Ich dachte, das mache ich jetzt nicht nochmal. Aber, oder muss ich nicht nochmal mit aufnehmen. Aber wir haben. Das ging echt zügig. Also, wenn man halt weiß, wo alles ist. War okay.
Also Spiel ist kacke, aber das ist ja nichts Neues. So, komm, wir müssen uns die Credits nicht nochmal angucken. Zurück bleibt nur Lavendelduft, ja, auf jeden Fall. Die Enterprise hat die Bösewichte weggebeamt, auf jeden Fall. Nee, das war nicht die Enterprise, das war die Voyager. Weil, wenn, dann ist auf jeden Fall Captain Janeway die, die halt jeden Müll aus dem Weltraum aufsammelt und auf ihr Schiff beamt und damit jedes beschissene Problem in jeder Folge auslöst. Müll aus dem Weltraum aufsammeln ist definitiv der Job von Janeway. So. Das war toll. Gefällt dir der Geheimbund 3? Nein. Bewerte es und hilf uns, eine Fortsetzung zu machen. Ihr habt schon 4 Fortsetzungen gemacht. Uff. Aber der 4. Teil scheint Maya- und Ägypten-Setting zu haben. Und Seefahrer-Stuff. Das heißt, wir reparieren den Königsgreif wieder und können durch die Zeit reisen. Auf das Ägypten-Setting habe ich ein bisschen Bock. Habe ich Bock drauf. Vor allem haben die ganzen Hintergründe schon und sagen, ja, ja, jetzt hilf uns, den 4. Teil zu machen. Aber die Bilder gibt's alle schon. Großartig. Ja, das war der Geheimbund 3 in alten Zeiten. Dann, puh. Ich würde sagen, wir beenden das Ganze hier. Also zumindest das Spiel erstmal, den Stream vielleicht noch nicht, aber wow. Ich glaube, ich brauche auch ein bisschen Gehirnpause, bevor wir den Geheimbund 4 angehen. Hat er eigentlich schon einen Untertitel? Also der hat total einen Untertitel, der steht hier aber noch nicht. Moment. Finde ich raus. Beyond Time heißt der, Moment. Ich wette, sie haben es mit Hinter der Zeit übersetzt. Würde mich nicht wundern. Cool. Was? Ich mache Untertitel? Wo mache ich Untertitel? Was? Ich befürchte, wir werden den Babygreifen einfach nicht wiedersehen. Beim 4. Teil vielleicht. Nein, der 4. Teil ist doch längst fertig. Oder meinst du, dass hier keine... Also die Untertitel waren auch automatisch an. Die konnte ich halt gar nicht aktivieren. Ich glaube, wir reden gerade aneinander vorbei. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zugucken, vielen Dank fürs Dabeisein, vielen Dank fürs Mitleiden bei der Geheimbund 3 in ollen Zeiten. Mal gucken, was in Teil 4 auf uns wartet. Ich bin sehr gespannt. Bis dahin, macht's gut, haut rein und tschüss.